Die Bundesliga-Vorhersage, Tipps und Prognosen von ihm und mir zum 6. Bundesligaspieltag. Mit dem diesmaligen Topspiel der Champions League-Teilnehmer Gladbach und Leipzig. Und zuvor werfen wir noch einen Blick zurück auf den 5. Spieltag. Ich hatte in einem Tippspiel 7 von 9 Spiele tendenziell richtig getippt, aber da sieht man mal wieder, dass Tippen und Wetten zwei unterschiedliche Paar Stiefel sind. Ja, das ist in der Tat so und manchmal sind vielleicht niedrige Quoten doch ganz gut, aber das werden wir auch bei diesem Spieltag sehen, denn wenn man richtig tippt beim Tippspiel, dann hätte das auch eine potenzielle Wette sein können. Das ist mein Take, wir hatten unseren schlechtesten Spieltag, nein, nicht mal, der zweite, da haben wir 2 Einheiten verloren, beim sechsten 1,82 Einheiten, schaut dann nicht genau hin, welche Zahl da steht. Wir fangen an mit dem Freitagsspiel, das ist der FC Schalke 04 gegen die Stuttgarter und da habe ich eine ganz, ganz tolle These. Wir haben letzte Woche auf Schalke gesetzt für eine Quote von um die 3, diesmal haben sie wieder für einen Heimsieg eine 3,4er Quote und das bedeutet, Radek, wenn wir jetzt diesen Spieltag und eventuell noch den nächsten Spieltag jeweils auf Schalke tippen, haben wir, müssen sie nur einmal gewinnen und wir haben zumindest keinen Verlust mit diesen Huren-Söhnen gemacht und es ist so ein bisschen wie beim Roulette, da setzt er dann vielleicht auch dreimal auf hier dieses Triple-Ding, ne? Ja, aber das sollte man ja nie tun, sowas. Und auf Schalke zu setzen gegen recht starke Stuttgarter, die von Woche zu Woche eigentlich gut performen und jetzt hier in der Tabelle Fünfter sind, halte ich das für gefährlich, wenn auch deine Argumentation natürlich irgendwo stimmen muss. Schalke könnte früher oder später vielleicht wirklich mal wieder ein Bundesligaspiel gewinnen. Stimmt schon, aber ist es gegen Stuttgart soweit? Vielleicht. Chancen stehen gar nicht so schlecht, würde ich auch sagen. Drauf wetten ist natürlich, wie gesagt, was anderes. Und das Ganze noch ein bisschen mit einem Asian Handicap plus 0,25 abzumildern, würde mir schon ein bisschen Sicherheit geben. Und Sicherheit ist in der heutigen Zeit, gerade jetzt bei Lockdown Nummer 2, doch was Schönes, oder? Ja, das ist genau unsere erste Wette. Gefällt mir sehr gut, Radek. Und vielleicht nur noch mal ganz kurz zum Verständnis. Letzte Woche haben sie natürlich gegen Dortmund verloren, aber ich meine, das letzte Mal, als wir auf die getippt haben, das war gegen Union Berlin zu einer Dreierquote. Also, unser erster Tipp des Tages, Freitagabend, Schalke plus 0,25. Die Knappen lasst uns nicht hängen und wir gehen Richtung Samstag. Da spielt der FC Köln gegen Bayern München, Radek. Was geht ab? Ja, die Kölner. Die Kölner haben eigentlich eine relativ gute Ausgangsposition, wenn man bedenkt, wie viele Spiele die Bayern jetzt in letzter Zeit hatten und auch in nächster Zeit noch haben. Unter der Woche ist wieder Champions League dann gegen Salzburg, gerade in Moskau gewesen die Bayern. Sie müssen auf Serge Gnabry verzichten. Einige Sachen, die da mit reinspielen, die darauf hindeuten, dass die 17er-Quote für Köln ein bisschen zu hoch ist. Deswegen, was du da wahrscheinlich im Sinne führst, dass wir uns die Asian Handicaps auf Köln anschauen. Natürlich als objektiver Zuschauer und jemand, der genau weiß, wie stark die Bayern sind, würde ich nicht auf eine schlechte Mannschaft gegen die Bayern setzen. Findest du diese plus 2,25 gut genug? Ich finde sogar die plus 2,5 gut genug, aber da kommst du immer mit ins Grübeln, wenn da so eine 1,7 steht. Ich kann mir sogar vorstellen, dass Köln punkten wird, aus den von dir genannten Gründen. Deshalb finde ich die plus 2,25 wirklich einen sehr, sehr seriösen und guten Tipp. Aha, ja gut. Seriös, gut, finde ich irgendwie beides nicht. Also da ist halt, das habe ich schon oft gesagt, meine Einstellung einfach nicht auf ein schlechtes Team gegen Bayern zu setzen, auf ein halbwegs gutes Team gegen Bayern würde ich es machen. Auf Frankfurt haben wir es gemacht, glaube ich, oder nicht? Nee, naja, da haben wir unter 4 Tore. Auf Berlin haben wir es gemacht, aber auf Köln, sorry Köln, dafür habt ihr mir den Arsch zu weit unten. Ja, dann lass uns zum nächsten Spiel, wenn wir uns hier nicht treffen. Ist halt auch so, ist halt schon eine spekulative Wette. Vielleicht mit viel Spekulation könnte man auch der Arminia was zutrauen gegen Dortmund. Die haben ja schon ein bisschen auf sich
schon ein paar gute Ergebnisse und Spiel abgeliefert. Dortmund jetzt mit einer zweiten guten Halbzeit gegen St. Petersburg, gegen Schalke auch eine sehr, sehr gute zweite Halbzeit. Jetzt könnten sie mal wieder beide Halbzeiten gut spielen und es geht ja schon wieder so ein bisschen um Favres Job, was eigentlich fast langweilig ist, weil aus Dortmunder Sicht, dann hätte man den auch genauso gut in der Off-Season rauskicken können und nicht jetzt schon wieder drum reden, oh, jetzt haben sie wieder zwei Spiele vielleicht verloren oder gegen Lazio Rom nicht so gut gespielt. Das finde ich sehr schade und ich sehe bei diesem Spiel tatsächlich keine Wette, weil es einfach klassisch Dortmund wäre, jetzt hier wieder ein Unentschieden rauszuhauen. Aber man muss auch sehen, dass die Dortmunder jetzt, wie du gesagt hast, die letzten zwei Spiele ohne Gegentor gewonnen haben. Die Abwehr scheint zu stehen. Zwei Gegentore erst in der Bundesliga. Das waren beide gegen Augsburg, sogar bei der Niederlage. Das war ein absoluter Ausrutscher. Ansonsten läuft der Dortmunder Angriff rund. Hier Haaland natürlich schon 5 Tore geschossen, aber auch die anderen jungen Leute wie Reina, wen sie alles haben. Natürlich Sancho hat jetzt auch einen Elfmeter verwandelt gegen Zenit in der Champions League. Und von daher würde ich jetzt auch hier eigentlich sagen, Dortmund gewinnt das natürlich in Bielefeld. Und wenn du sagst, die waren in der zweiten Hälfte besser, ein Dortmund Sieg in der zweiten Hälfte gäbe eine Quote von 1,73. Wenn die Dortmund die erste Halbzeit gewinnen, 1,95. Dass wir nicht auf den Sieg von Dortmund setzen und auch das Asian Handicap wenig hergibt, das sehe ich ein. Aber mich lacht hier schon an, dass Dortmund hier eigentlich bei einer 1,95er Quote die erste Halbzeit gegen Bielefeld doch gewinnen sollte, wenn sie da weitermachen, wo sie gegen Zenit aufgehört haben. Tja. Also ich glaube halt, dass eine Mannschaft wie Arminia Bielefeld schon 30, 40, 50 Minuten mithalten kann, aber dann müssen sie auch ein Tor schießen, um Punkt zu punkten. Und die zweite Halbzeit-Sieg ist insofern in der Theorie interessant. In der Praxis kann es natürlich dann auch passieren, dass Dortmund 2-0 zur Hälfte führt und dann es locker angehen lässt, ist ja auch schon wieder nächste Woche Champions League. Also wegen dieser Mörderbelastung gerade bei den Teams würde ich hier tatsächlich gerne von der Wette absehen und mal schauen, was die Bremer machen. Unsere Bremer, Radek, die haben uns hängen lassen, indem sie gepunktet haben gegen Hoffenheim. Wir haben tatsächlich gegen Bremen getippt und das bedeutet, warum nicht nochmal einen Punkt in Frankfurt holen, die gegen so Teams aus der Mitte schon ihre Herausforderungen bisher in der Saison haben. Beide punktgleich. Also es ist, du hast vorhin angesagt, ich zitiere dich da mal, es ist ein potenzieller Spieltag für einige Unentschieden. Und hier würde ich tatsächlich unentschieden tendieren und dann kennst du mich, dann würde ich gerne noch den Bremer Sieg absichern und X2 als Tipp vorschlagen. Hier in dem Spiel auf Bremen zu setzen, finde ich, entbehrt jeglicher Grundlage, außer die Quote ist halt so attraktiv. Deswegen würdest du dich wahrscheinlich, und weil du ja nicht ganz objektiv bist, hier auf eine Bremer Double Chance einlassen. Ist natürlich mit dem Unentschieden auch dann abgedeckt, deswegen diese 4,2 als Unentschieden finde ich attraktiver. Also hier einigen wir uns anscheinend nicht auf eine Wette. Aber jetzt kommen wirklich nicht unsere Bremer, sondern unsere Augsburger. Da sind wir ja beide einer Meinung, dass die Augsburger eigentlich ein cooles Team sind. Jetzt kriegen die eine 2,05er Quote zu Hause gegen die Mainzer, die bisher noch 0 Punkte auf dem Konto haben. Wird sich das gegen Augsburg ändern? Die Gefahr ist natürlich gegeben. Ich mach's kurz, Radek. Mainz hat mir gegen Gladbach ganz gut gefallen, haben keine Punkte mitbekommen. Aufwärtstrend erkennbar. Ich würde hier tatsächlich nicht auf Augsburg gehen, eher auf Unentschieden X2. Was sagst du denn? Ja, das ist halt einfach das Spiel, wo ich in der Regel sagen würde, das ist ein typisches Unentschieden. Beide kämpfen mehr oder weniger so gegen den Abstieg seit Jahren gefühlt und immer relativ ausgeglichen. Aber da spricht dann auch der direkte Vergleich dagegen, den ich jetzt nicht allzu hoch greifen würde, denn die letzten drei Spiele hat Augsburg gewonnen. Aber man argumentiert halt immer so, wie es einem gerade passt. Und ein Unentschieden in dem Spiel definitiv
im Bereich des Möglichen, weil du ja gesagt hast, die Mainzer waren gegen Gladbach nicht so schlecht, muss man halt auch sehen, dass die Gladbacher nicht so gut waren. Und Augsburg aber auch zuletzt nicht mehr so stark wie in den ersten zwei, drei Spielen. Und deswegen ein Unentschieden mit 3,8 auf jeden Fall in der Auswahl. Vielleicht kommt noch das ein oder andere hinzu, denn bei Gladbach gegen Leipzig wäre das eben auch genau meint. Denn beide Mannschaften mit Champions-League-Belastung, Gladbach überraschend gut in der ersten Halbzeit und hat jedenfalls 2-0 gegen Real Madrid geführt. Aber dann kommt auch schon der Punkt, dass sie wieder ein Spiel in der Champions League geführt haben und dann nicht gewinnen konnten. Und dass sie überhaupt ein Unentschieden gegen Real erreicht haben, lag schon auch wirklich daran, dass Real also in der Offensive grottig war, Gladbach auch gut verteidigt hat, muss man sagen. Und dann am Ende halt irgendwie, ja, die Kraft und die Cleverness gefehlt hat. Diese Kraft fehlte ihnen jetzt aber auch gegen Leipzig, nehme ich an. Auch wenn Leipzig gegen Manchester aufs Maul gekriegt hat, würde ich die Leipziger grundsätzlich stärker einschätzen, was aber allerdings auch der Buchmacher macht. Von daher denke ich, die haben wieder Champions League vor der Brust dann nächste Woche und ein Unentschieden ist hier am attraktivsten. Sehe ich ganz genauso. Unentschieden finde ich äußerst attraktiv bei dem Spiel. Gladbach, du sagst, wieder einen Vorsprung versemmelt, aber das ist jetzt ihr zweites Spiel gegen zwei Top-Teams. Man muss aber sagen, sie hatten in den letzten 10 Minuten im Spiel gegen Real so viele Möglichkeiten, das dritte Tor zu schießen, zu zweit 2 gegen 1 und 100%ige Chancen fast rausgespielt, aber dann der letzte Pass hat gefehlt, da haben sie Angst vor der eigenen Courage gehabt, wer weiß das schon, Leipzig hat es verkackt, die müssen jetzt defensive stabilisieren, für mich ist das eher 0-0 oder 1-1, aber unentschieden. 0-0 gefällt mir auch hervorragend in diesem Spiel, weil das ist immer so, man erwartet eigentlich da ein Torfeuerwerk und oft läuft es dann eben genau in die andere Richtung. Ich schaue rein aus Interesse mal auf die Quote. Wenn man hier auf unter 0,5 Tore geht, bekommt man eine 17er-Quote. Das mal so im Hinterkopf. Das natürlich mit geringerem Einsatz. Könnte natürlich auch einfach auf unter 3 Tore gehen. Aber wenn schon, denn schon, würde ich sagen. Ja, wenn du unter 3 Tore gehst, dann sollte man fast lieber 0-0 oder 1-1 tippen und schauen, was passiert. Dann sind wir schon wieder am Sonntag und da spielt Freiburg gegen Leverkusen. Radek, hast du Ideen zu dem Spiel? Ja, aber hallo. Und zwar hat mir Leverkusen in den letzten Spielen zunehmend besser gefallen und die kommen langsam in diese Form, die man von Leverkusen auch erwartet, haben jetzt am letzten Spieltag auch in Augsburg 3-1 gewonnen, was meinen Tipp mit plus 1 auf Augsburg pulverisiert hat. In der Nachspielzeit haben sie noch das 3-1 gemacht. Also das Ergebnis täuscht ein bisschen drüber weg, dass sie ja doch eigentlich nicht so deutlich überlegen waren. Hier gegen Freiburg sehe ich sie aber als ziemlich klarer Favorit und deswegen gefällt mir diese 2,0 auf Leverkusen. Sie spielen heute in der Euroleague. Sie haben am Montag gespielt. Das heißt, da auch nochmal einen Tag insgesamt weniger Pause. Freiburg ist bekannt, gerade gegen die Leipzigs, Leverkusens, Wolfsburg daheim unentschieden zu spielen. Vor allem, wenn die aus dem internationalen Geschäft kommen. Die Quote ist gut genug, dass man das anspielen kann. Hab die Hosen voll. Ich möchte zum nächsten Spiel gehen. Alles klar, so viel Ehrlichkeit muss man gar nicht erst mit Häme kommentieren. Hertha und Wolfsburg, das nächste Unentschieden, oder? Also du brauchst hier auf gar keinen Fall auf die Hertha gehen, da kommst du in Schmarrn rein. Eher würde ich auch wieder hier ein X2 mitnehmen für eine Quote von 1,7, 1,8, weil die Wölfe, die täuschen, die Tabelle täuscht ein bisschen, da Wolfsburg 4 Tore, 3 Gegentore und auch keine Niederlage hat und wirklich auch gute Gegner hat. Also ich glaube, dass sie deutlich besser als die Hertha sind. Und ich kann mir hier vorstellen, dass wir von einem 1-1 bis 1-3 alles sehen, aber kein Hertha-Sieg. Finde ich eine sehr, sehr gute und richtige Argumentation. Und deswegen schauen wir uns die Asian Handicaps auf Wolfsburg an. Und Wolfsburg, Asian Handicap 0 gibt eine Quote von 1,88, Wolfsburg minus 0,25, das heißt, wir sichern
mehr oder weniger mit der Hälfte des Einsatzes so ein Unentschieden ab. Wenn es ein Unentschieden gibt, verliert man die Hälfte des Einsatzes. Aber dann hat man dafür eine 2,23er Quote, wenn Wolfsburg dieses Spiel gewinnt, indem sie auch in meinen Augen die bessere Mannschaft sind. Beim Asian Handicap 0 würde man einfach dann den Einsatz zurückkriegen bei einem Unentschieden. Das ist hier beides relativ gut, aber ich finde den Unterschied der Quoten schon ziemlich krass. Deswegen würde ich lieber höheres Risiko gehen, aus den genannten Gründen, dass Wolfsburg einfach besser ist. Da haben wir uns auch ganz schnell auf eine Wette noch geeinigt. Freut mich. 0,25 ist so unser neues Ding, scheint so. Jetzt ist es so, dass die Hoffenheimer ja auch in der Europa League ran müssen und dann auch nächste Woche wieder. Also die haben schon einige Spiele, aber sie sind zu Hause hier gegen eine Mannschaft wie Union Berlin. Da muss Hoffenheim einfach die Punkte holen und deswegen finde ich auch die Quote von 1,88 hier gut. Ja, da wollen wir nicht groß drum rumreden. Ein Sieg von Hoffenheim für die Quote von 1,88 ist eingetütet. So, da waren jetzt alle Spiele im Schnelldurchlauf für unsere Verhältnisse. Normal brauchen wir dafür länger, aber auch 19 Minuten für einen Schnelldurchlauf ist schon eine ganz schöne Zeit. Fassen wir zusammen, was kommt dabei raus? Also, die erste Wette, weil es da oben steht, ist Sieg Hoffenheim, Quote 1,88. Die zweite Wette ist Schalke plus 0,25 gegen Stuttgart, Quote 1,98. Und dann, Radek, sind wir schon... Keine Köln-Wette? Veto? Nein, nein, dann sind wir schon bei der Unentschieden-Wette, oder? Ja, Frankfurt-Bremen, ein Unentschieden bei einer Superquote. Augsburg-Mainz, ein Unentschieden. Gladbach-Leipzig, ein Unentschieden. Ja. Und jetzt brauchen wir noch ein viertes. Ne? Schalke-Stuttgart halt. Das heißt, wir spielen 2 aus 4. Wenn ihr 2 Tipps dann richtig hättet bei sowas, bei diesen 3,5er bis 4er Quoten, gibt es etwas mehr als den Einsatz zurück. Bei 3 aus 4, da freut sich richtig das Wettkonto. Bei 4 aus 4 solltet ihr retiren, weil dann klingelt es richtig im Karton. Von daher, wunderschönes Wochenende. Champions League ist auch schon wieder bald. Bis dann. Und falls ihr diesen Kanal noch nicht abonniert habt, tut das doch und betätigt die Glocke. Vielen Dank.